Die Art und Weise, wie man denkt, spielt nicht nur in den Elfenbeintürmen der Gesellschaft eine Rolle, also in Wissenschaft, Kultur, Politik, sondern es durchdringt alles, was wir tun. Es prägt unsere gesamte Welt. Denken ist nicht nur eine Sache der studierten Leute, sondern es berührt alles. Daher muss man auch darüber nachdenken, was wir wie denken und warum. Heute gilt etwas als wahr, wenn es sich auf der horizontalen Ebene auf ein Netz anderer Wahrheiten stützen kann. Die liegen aber alle auf derselben Ebene. Wenn sich ein Journalist auf die Informationen anderer Journalisten oder Wissenschaftler, auf die Erkenntnisse anderer Wissenschaftler stützt, die sich ihrerseits auf die Informationen und Erkenntnisse anderer stützen, so mag dieses Denken innerhalb des Systems zu logisch richtigen Ergebnissen führen. Doch wir übersehen dabei erstens die Langsamkeit, Trägheit und Begrenztheit des menschlichen Geistes, der gar nicht dazu fähig ist, all die Inhalte, denen er begegnet, wahrzunehmen, zu verarbeiten und in seiner Vieldimensionalität auch zu vermitteln. Und zweitens übersehen wir, dass es gar keinen Garant für Wahrheit gibt, da alles nur vom Menschen her wahrgenommen, beobachtet und gedacht ist. Über Wahrheit ist also nichts gesagt, allerhöchstens über die Richtigkeit der Schlussfolgerung innerhalb eines Denksystems. Damit fallen alle Ideologien, alle Narrative, alle angeblich sicheren Erkenntnisse, die angeblich universal und immer und für alle gelten sollen, hohl und leer in sich zusammen. Eine Begründung von Wahrheit kann im bloß menschlichen Denken, in Wissenschaft oder Philosophie nicht über die Masturbation der eigenen Vernunft hinausgehen. Der Mensch ist dann wie ein pubertierendes Kind, das meint, alles besser zu wissen, alles besser zu machen und eine bessere Welt zu erschaffen für als alle, die vor ihm gelebt haben oder auch alle, die anders sind und die er deshalb nicht versteht. Doch er ist in einem in sich abgeschlossenen System, das seine Abgeschlossenheit nicht einmal bemerkt und nichts anderes kennt als die Zweidimensionalität, in der man zwar von einer unendlichen Anzahl möglicher Welten reden kann, doch diese Welten liegen alle auf derselben zweidimensionalen Ebene, rettungslos, hoffnungslos und leer. Wir sehen dies auch in Geschichten wie Superman, wo eine dem Menschen weit überlegene Spezies im Weltall doch nur die immer gleichen Prinzipien des Denkens kennt wie der primitive Mensch, sei anständig, tue Gutes und so weiter. Das Denken bleibt immer in der Zweidimensionalität. Hier fehlt der Systemsprung, denn ein System kann sich nicht selbst begründen. Es kann nur von außen begründet werden. Das ist der wesentliche Systemfehler, denn der Mensch begründet sich selbst und außerhalb seiner selbst akzeptiert er nichts und sagt, da gibt es auch nichts. Die Begründung einer Wahrheit kann nicht durch sie selbst und nicht durch Gleiches erfolgen, also nicht durch Menschen. Daher hat man heute aufgehört, von Wahrheit zu sprechen, da Wahrheit durch ein in sich geschlossenes, masturbierendes, philosophisches System nicht begründbar ist. Wahrheit ist damit abgeschafft. Unseren heutigen Gesellschaften bleibt nur noch der Wille zur Macht, also Geld, Einfluss, herrschen wollen, Gewalt, sich durchsetzen, die Thinktanks, die zuarbeitenden Lakaien in Medien, Politik, Kultur und Hollywood, und nun auch in Krankenhäusern, im Gerichtssaal, bei der Polizei und so weiter. Auch die Debatte um die Verankerung einer EU-Verfassung in Gott, der außerhalb und oberhalb des zweidimensionalen Systems steht, spiegelt dieses Problem wider. Indem wir heute nicht mehr über die Möglichkeiten und Bedingungen verschiedener Begründungen nachdenken, sondern nur unsere eigenen kennen, die alle anderen ausschließt, leiten wir die Gesellschaft direkt zum Faschismus über. Mit dem dreieinigen Gott jedoch gelingt der Systemsprung von der Zweidimensionalität aller Philosophie in die Dreidimensionalität echter Begründung von Wahrheit. Die Wissenschaft und die Philosophie des 20. Jahrhunderts haben entdeckt, dass der Denkende und Sprechende immer Teil des Denksystems ist und man nichts sagen kann, ohne den Denkenden mit zu bedenken. Im Christentum ist das seit 2 Jahrtausenden bekannt gewesen und man ist von dieser Grundlage aus- und weitergegangen.
Die heutige Welt mit ihren Vernunftprozessen holt nun also langsam nach, was die Weisen im Alten und Neuen Testament und die Kirchenväter schon lange wussten und wovon sie ganz selbstverständlich ausgingen. Die Philosophie hat einen Schritt auf das Christentum zugemacht, indem sie die personale Ebene wieder eingegliedert hat, dass also der sprechende Teil des Systems ist, anstatt weiterhin so zu tun, wie es noch Immanuel Kant und vor ihm Thomas von Aquin taten, die die Vernunft und die Logik an die Stelle Gottes setzten, weil Christus ja der Logos sei. Man machte dabei aber nur intellektuell und nur mit einem Teil weiter, also dem Logos, der Logik, und verstand darunter nun auch nur noch die menschliche Logik, welche auch sonst. Man vergaß also alles, was Jesus Christus ist, nämlich die Inkarnation Gottes, die konkret fleischgewordene Person und Gott. Heute sind wir klüger und fragen, welche Logik ist gemeint? Die von Einstein, die der Feministinnen, die der Liberalen, die chinesische, die westliche, die hinduistische, die griechische, die muslimische? Und wir setzen endlich Fragezeichen hinter die uns vertrauten Gewissheiten. Bisher galt, was der eigenen, beschränkten und von Sünde verzerrten westlichen Logik widersprach, wurde einfach intellektuell vernichtet. Doch genau so hatte damals schon Immanuel Kant Thomas von Aquin vernichtet, und so fand auch Gott sein Ende, weil er zu einem menschlichen Gedanken geworden war, den man dann natürlich widerlegen kann. Diesen Tod hatte ihm schon Thomas von Aquin bereitet, als er ihn zum allerperfektesten Sein erklärte, und auch Immanuel Kant vernichtete Gott, als er aus ihm die unbedingte Forderung der reinen Vernunft machte. Das Personale aber ist entscheidend. Es spiegelt nicht nur die Inkarnation Gottes, sondern verlangt aus Demut auch die Offenheit unserer menschlichen Systeme. Warum Demut? Weil wir naturgemäß nur wenig verstehen und sehr vieles uns fremd bleibt und anders ist. Und weil wir diesem Anderen und Fremden nur angemessen begegnen können, wenn wir das, was wir selber sind, nicht absolut setzen, sondern auf das Ziel des Lebens in Gott hin offen und wandelbar halten. Demut ist nun auch hier und da in unseren westlichen Denksystemen eingeflossen. In der Philosophie zum Beispiel erkennen wir sie in der Theoriebildung von These, Antithese und Synthese wieder, wo sie ganz wunderbar zum demolierten und defekten Amöbendenken des Menschen passt. Eine solche Philosophie hilft jedoch zur Demut nicht, weil man überhaupt nicht mehr weiß, vor wem man eigentlich demütig sein soll. Demut ist eine personale Kategorie, keine logisch abstrakte. Daher passt Demut auch nicht in moderne Denksysteme und wird auch nicht weiter beachtet. Demut ist nicht systemkonform. Das kann man in den sogenannten Wissenschaften des Westens wunderbar sehen. Vor dem eigenen Spiegelbild wollen die modernen Denker nicht demütig sein. Vom Stolz verstehen sie genauso wenig wie von Demut, obwohl sie genau wissen, was das wirklich für ein Mensch ist, den sie da im Spiegel erblicken. Aber ihre Gedanken sind ja wissenschaftlich, plausibel und gut, angesehen, bestätigt und dokumentiert. Der Zusammenhang mit der eigenen Person und dem eigenen Leben aber wird geleugnet. Das kann man schon bei Thomas von Aquin sehen, der, als er starb, so fett war, dass Teile des Gebäudes herausgeschlagen werden mussten, um den Leichnam zu bewegen. So sehen aber alle, dass dieser Mann sich nicht in Enthaltsamkeit übte und auch nicht in der Gemeinschaft des Gebetes lebte. Die Wahrheit lässt sich nicht vom Menschen her begründen. Wie soll der Mensch dies auch können? Nun ist man im Westen aber gerade diesen Weg gegangen. Man hat die Wahrheit in das Denken des Menschen herabgedemütigt, anstatt dass der Mensch sich demütigt, um Gott angemessen begegnen, hören, verehren zu können. Die Philosophie steht im Dienst der Kirche. Sie ist nicht unabhängig und hat kein eigenes Anrecht. Die westlichen Philosophen der letzten Jahrhunderte haben diesen Satz abgelehnt und das Gegenteil behauptet. Und dennoch ist das Christentum die einzige wahre Philosophie, weil sie das defekte, masturbierende, sündige Kreisen des menschlichen Denkens um sich selbst mit dem personalen Gegenüber des dreieinigen Gottes konfrontiert und dies mitdenkt. Die Person begegnet hier der göttlichen Person.
Im Westen stellt sich dagegen das Denken der einzelnen Person über die Person und dann, weil Gott der Schöpfer ausgeschaltet ist, über die gesamte Schöpfung, die abgewertet wird zur Natur. Diese Natur zergliedert man dann in zahllose Abteilungen wie Biologie oder Physik oder Geologie mit zahllosen Unterabteilungen und entdeckt dann innerhalb der Abteilungen bestimmte Funktionsweisen wie Gravitation oder den Treibhauseffekt und so weiter. Und weil andere dieses Denken teilen und es innerhalb des eigenen Denksystems einleuchtend erscheint, glaubt man, etwas entdeckt zu haben, das genau so auch ist. Nur Gott aber ist, alles andere erscheint, alles andere ist Phänomen, etwas, das wir beobachten, wenn wir hinschauen. Und die Schöpfung, in der wir leben, ist von Gott her und auf ihn hin geordnet. Wir leben in seinen Ordnungen. Doch diese Ordnungen sind nichts, sie sind keine Naturgesetze, die wie ein Uhrwerk erbarmungslos ablaufen. Die Wissenschaftler gehen nun aber hin und machen aus den Ordnungen Gottes Gesetze, weil sie von Gott nichts mehr verstehen. Und sie sehen dann auch nur noch ihre Gesetze und übersehen all die Abwandlungen, Wechsel, Sprünge, Wunder, Schleifen, Besonderheiten und so weiter. Also all das, was man nicht versteht, nicht erwartet, was fremd und anders ist, was uns die Schöpfung aber doch jeden Tag vorführt, wenn wir wirklich in und mit ihr leben und hinschauen. Wir stehen dann in einer wundersamen, für den Menschen niemals verstehbaren Ganzheit und sehen dennoch nur ein planes, lineares, zweidimensionales Konstrukt mit Ursache und Wirkung bei 2 Variablen oder allerhöchstens 5. Denn der Mensch kann nicht wirklich viele Variablen gleichzeitig denken und auch Maschinen können nur, was man zuvor angelegt und programmiert hat. Der moderne Mensch formuliert also in seinem Hirn einen Text oder eine wissenschaftliche Formel über die Welt und denkt, so ist die Welt. Die Welt ist aber nicht in unserem Kopf, sondern sie ist da draußen. Gesetze helfen auch nicht weiter, da wir in Gott auch Berge versetzen oder auf Wasser laufen können und die Gesetze, das andere, Wunder, das verschiedene, abweichende, das es immer auch gibt, gar nicht mitdenken. Wenn man einem Modernen aber sagt, dass Naturgesetze nur Glauben sind, dann entgegnet er, ja, dann trete doch vom Dach eines Wolkenkratzers und beweise, dass Gravitation nur ein Glaube ist. Genau so hat der Teufel Jesus in der Wüste versucht. Bist du Gottes Sohn, so stürze dich hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird seine Engel für dich entbieten und sie werden dich auf den Armen tragen, damit du mit deinem Fuß an keinen Stein stoßest. Die Antwort darauf ist die Demut vor Gott und seinen Ordnungen. Auch am Kreuz wurde Jesus auf dieselbe Weise verhöhnt und verlacht, wie die modernen Wissenschaftler höhnen und lachen und sich an ihre Gesetze klammern, die sie für unanfechtbare Erkenntnisse halten. Barmherzigkeit ist für solche Menschen undenkbar, und schon knistern die Scheiterhaufen und zischen die Fallbeile, wie es bei den Menschen immer ist, wenn man den dreieinigen Gott nicht versteht und somit an ihm vorbeigeht und ihn aus dem Weg räumt. Geht man vom menschlichen Denken aus und nicht von der Offenbarung Gottes, endet man zwangsläufig im Faschismus, also in einem System, in dem durch Macht vorgegeben wird, was als wahr angesehen werden muss und was man glauben soll. Wir sehen dies heute daran, wie schnell sogar wissende, erfahrene und geschätzte Spezialisten sofort kaltgestellt werden, sobald sie an der gesetzten Wahrheit kratzen. Die Menschen schließen sich dann diesen Urteilen an und schauen nicht mehr auf Gründe. Die Aufklärung, also das Überzeugen durch Gründe, ist damit beendet. Was ist das aber für eine Welt, die ständig von Empathie, Toleranz, Integration, Freiheit und Bildung plappert, dann aber ohne jedes Erbarmen all diejenigen hinausstößt, die anders sind, als sie sein sollen? Der Westen hat mit seinem Denken leere Kategorien gefunden, die die Person ausschalten und es möglich machen, über Hohles und Abstrakter durchzuregieren. Das ist nicht nur lächerlich und dumm, sondern auch überaus gefährlich. Wie gefährlich das ist, sehen wir heute überall.